Und wenn dann kein Wind ist, kann auch der beste Segler nicht viel machen. Wenn sehr viel Wind ist, erleidet der gute Segler keinen Schiffbruch. Und wenn wenig Wind ist, weiß er doch, wie er relativ viel daraus machen kann. Und wenn kein Wind ist, weiß er, dass es Zeit ist, Netze zu und Segel zu flicken und nicht wie wild losrudern zu müssen. Aber um in der Metapher zu bleiben, es ist nicht so ganz einfach. Manchmal braucht man, ich selbst bin kein Fan von motorgetriebenen Schiffen. Die denken, sie können alles mit dem Außenborder machen. Was muss ich segeln lernen, mit den Elementen umgehen? Habe ich doch Benzin und starken Motor. Manche kommen so durchs Leben und sie kommen auch sehr gut in Sphären, die für mich nicht unbedingt lebenswert wären. Ich bin aber auch nicht dagegen, dass man sagt, es ist nicht schlecht, wenn man Außenborder hat, denn manchmal merkt man, dass man in einem Flautebereich ist und dass es ganz gut ist, sich auch durchaus mit technischen, künstlichen Hilfsmitteln wohin zu bewegen, wo man dann Wind kriegt oder man lässt sich als Segelflieger dahin schleppen, wo dann doch Turbulenzen oder wie das heißt, ist, dass man dann auch flott wird. Also ich bin da nicht, möchte auch nicht technikfeindlich, aber eben auch nicht technikgläubig sein. Da ist auch wichtig, dass man die richtige Haltung zu Machbarem und das auch tun und nicht Machbarem und sich dem auch anheimstellen, dass man da Formen für findet und nicht, dass man aus emotionaler oder intellektueller Eingeschränktheit oder Unduldsamkeit dann versucht, etwas zu machen, was mit den Mitteln entweder gar nicht oder nur unverhältnismäßig zu erreichen ist. Also es ist von daher natürlich auch eine Lebensschule. Also das Unwillkürliche kommt nach und ich meine jetzt natürlich nicht das Unwillkürliche im Sinne von Psychodrama, sondern das Unwillkürliche brauchen wir als Beseelung, dass Kraftfelder entstehen und die Dinge sich dann auch im Guten fügen. Ja, ihr kennt das alles. Ich habe mir das nur noch mal versucht zu vergegenwärtigen. Ich habe plötzlich den Einfall gehabt, da fragt mich jemand, ja, woran merke ich denn jetzt eigentlich, ob ich intuitiv unterwegs bin oder nicht? Ich merke es daran, dass ich mir keine Gedanken mache. Also haben, da habe ich schon welche. Es gibt auch intuitives Denken. Und trotzdem mir was einfällt. Und so, dass ich das Gefühl habe, die Situation hat eine Eigendynamik. Es findet sich irgendwie schon alles. Natürlich am liebsten im Positiven, aber natürlich haben Psychospiele und ein Abtrudeln in schwierige Dynamiken, da findet sich auch irgendwie alles und es hat auch eine Eigendynamik. Also es gilt halt wie im Positiven wie im Negativen. Es strömen Bedeutungen in die Situation und die Beziehungen, die durch die Oberfläche nicht zu erklären sind. Das alle kennt ihr alles in einem gelingenden Seminar. Das, was sachlich an Strategieentwicklung an der Oberfläche geleistet wird, ist oft recht popelig und trotzdem sind alle erfüllt. Und das ist das, was hineingeflossen ist aus den Hintergründen. Wenn ihr dann ein sachliches Protokoll macht und gebt es jemandem zu lesen, der sagt, und dafür war der 3 Tage in einem Hotel, das erschließt sich nicht durch die Oberfläche. Oder wenn man sagt, das war ein Seminar, absolut toll, begeisternd, das war das Design und das liest sich jemand durch und sagt, ja, und was war toll? Also manche nennen, es kriegt ja neue Namen, manche nennen das dann Flow. Man fühlt sich irgendwie traumwandlerisch, entweder im Albtraum oder traumwandlerisch sicher. Das ist natürlich toll und ich empfinde es als ein Glück, wenn man so unterwegs sein kann. Aber ich will es auch nicht überhöhen. Ich sage das immer wieder, es gehört dazu auch eine handwerkliche Ausstattung. Also wer nicht Klavier spielen lernt, der wird sicher in keiner orgiastischen Musikdarbietung sich völlig auflösen können, es sei denn, er hat vorher ordentlichen Joint geraucht. Da wird er aber der Einzige sein, der das so beurteilt. Zu diesen ganzen Fragen der Intuition gibt es eine Veröffentlichung von Markus Hensel.
den ich mit bei seiner Doktorarbeit mitbetreut habe, zusammen mit dem Jochen Schweizer von der Medizinpsychologie in Heidelberg, wo der Thorsten ja auch seine Doktorarbeit macht. Und der hat mit dem Andreas Zeuch dann und dem Jochen dann zusammen auch Aufsätze geschrieben. Bei uns, die Doktorarbeit gibt es bei uns auch auf der Website. Und es gibt ein Interview mit mir, auf das ich jetzt einfach wieder gestoßen bin, weil ich meine eigene Suchfunktion, Intuition eingegeben habe. Und ich habe es ganz gelesen. Ich finde es richtig gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so gute Sachen gesagt habe. Denke jetzt über weitere Verwertung nach. Kann ich euch also auch empfehlen. Es ist hier als Link dann auf dem Chart nachher. Ja, aus allem, was ich gesagt habe, ist jetzt natürlich auch klar geworden, dass Intuition geläuterte Intuition meint. Also das ist ein Kulturgut, Intuition. Dafür kann man ein Naturtalent haben, aber man muss daran arbeiten. Denn Intuition kann sein treffend oder falsch. Ich kann zwar blitzschnell urteilen, der andere ist ein Lump, aber es kann halt falsch sein. Ich kann auch blitzschnell beurteilen, das ist die Frau fürs Leben und das kann sehr teuer werden. Ein Urteil kann irrelevant oder bedeutsam sein. Ja? Ich habe zum Beispiel eine hohe Fähigkeit, Charakter anhand von Ohrläppchen festzustellen. Und ob ich jetzt mit dem Zug fahre oder nicht, mache ich dann daran fest, ob mir die Ohrläppchen vom Zugführer gefallen oder nicht. Das ist ein extremes Beispiel, macht aber ziemlich klar, dass auch eine interessante Intuition irrelevant sein kann für bestimmte gesellschaftliche Vorhaben und bestimmte Meinungen. Deswegen muss ich lernen, erstens Intuition zu fokussieren und zweitens zu wissen, welche Art von Intuitionen dann auch in meine Steuerung Eingang finden sollen. Und das lerne ich nicht nur bewusst methodisch, sondern ich muss auch noch lernen, diesen Vorgang intuitiv zu steuern. Und zwar durch Übung, wie wir vorher das in der Supervision besprochen haben. Also, von daher kann Intuition, die kann auch differenziert sein oder schematisch. Wenn ich polarisiertes Denken und Intuitieren gelernt habe, dann, ihr kennt genug Wirtschaftsleute, die machen den da und entscheiden, Freund oder Feind, viel mehr interessiert die nicht. Das würde ich jetzt mal sagen, ist eine nicht professionell geschulte, sehr zufällige Intuition und sehr schematisch. Es kann auch sein, dass irgendetwas meine Aufmerksamkeit gefangen nimmt und ich nicht merke, dass es im Moment nicht hierher gehört, dass ich das zwar zur Kenntnis nehmen darf als einer von relevanten Hintergründen, aber dass das nicht den Vordergrund maßgebend sein darf, wie ich unser weiteres Zusammenspiel gestalte. Das ist auch speziell professionell wichtig. Dass ich meine Intuition hat ja was mit meiner Erfahrung und natürlich auch mit meinen Vorlieben und meinen persönlichen Verwertungsinteressen zu tun. Das ist aber nicht professionell. Wichtig ist, dass ich lerne, auch meine Intuition bereitzustellen und nützlich einzubringen mit Menschen, die Eigenschaften haben, die intuitiv bei mir nicht Anziehung auslösen. Und dass ich trotzdem gehaltvoll arbeiten kann. Einer der Gründe, weshalb wir in den Spiegelungsgruppen und in den Untergruppenberatungen darauf achten, dass alle mit allen arbeiten. Und wir sagen immer, eine Spiegelungsgruppe mit jemandem, mit dem du eigentlich lieber nicht intim reden würdest, ist manchmal viel interessanter als eine Spiegelungsgruppe mit jemandem, zu dem du dich sympathisch hingezogen fühlst. Und du lernst auch mit diesen Menschen eine gemeinsame Kultur aufzubauen, die in den Blasen eurer Begegnung Wert schafft, auch wenn du auch danach noch sonst mit diesen Menschen nicht unbedingt in anderen Kontexten mehr zu tun haben möchtest. Und das ist eine professionale Haltung als Kulturmerkmal und nicht nur getragen von persönlichen Attraktionen und Sympathien und Verwertungsinteressen. Und für so eine Kultur stehen wir. Intuition kann kreativ und gewohnheitsmäßig sein. Also weil es intuitiv ist, ist nicht automatisch kreativ, sondern ich vermute fast immer, der will mir nur an die Wäsche.
Das ist absolut gewohnheitsmäßige Intuition. Oder ich vermute fast immer, hier kann ich einen Haufen Geld verdienen. Also selbst wenn es immer richtig ist, ist es trotzdem sehr gewohnheitsmäßig. Also muss ich lernen, in vielfältiger Weise Intuition zu schulen, zu läutern, zu fokussieren, Relevanz zu klären, Wirkung zu studieren. Und ich habe das in den Slogan gefasst, Intuition braucht Dialog. Das ist ein Interview, das vor kurzem mit mir gemacht worden von Expresso Kommunikation, Frau Welker heißt die Dame. Es soll noch nicht erschienen sein, bei uns auf der Website ist es aber. Und nö, das wollte ich gar nicht. Was wollte ich? Das wollte ich. So, jetzt kommt so ein bisschen was Spannendes, aber auch Amüsantes und führt uns ein bisschen in die Unterwelt psychoanalytischer Betrachtungsweisen. Byrne hat ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei 1952, den hat natürlich interessiert, ja, was intuieren denn die Leute? Was sind denn die wichtigen Intuitionen, um zu verstehen, wie sie reagieren? Und da ist er natürlich ganz psychoanalytisch mit unterwegs gewesen, dass archaische Wahrnehmung voneinander dann ganz entscheidenden Einfluss haben, dass es prima wäre, wenn man durch Psychoanalyse das merkt, dass man dem nicht ausgeliefert ist. Und da hat er sich gefragt, ja, warum interessieren sich die Menschen überhaupt füreinander? Und da ist er sehr weit zurückgegangen und hat gesagt, eigentlich beruht Interesse der Menschen aneinander auf Kannibalismus. Die Grundfrage ist, ist der essbar, schmeckt der, kriege ich ihn auf meinen Teller? Das klingt jetzt, solche Theorien sind in der Psychoanalyse beliebt. Es gibt ja auch diese Theorie, dass die Kinder lebenslang Schuldgefühle haben, weil sie geglaubt haben, weil sie an der Mutterbrust getrunken haben, haben sie die Mutter aufgegessen. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Kann man aber sehr elaboriert ausarbeiten. Findet man sicher auch Plausibilität für. Da ist es manchmal einfach spannend, wie, vielleicht übersetze ich manches auch falsch, aber ich finde es auch manchmal spannend, was für Welten da entstehen. Jetzt bin ich jungianisch geschult, der sagt, du musst die Sachen vom Prinzip, vom Archetyp, vom Grundmuster her verstehen. Du musst nicht die Sprache, die auf ganz bestimmte Verwirklichungsebenen zielt, beachten. Und da wird die Sache natürlich absolut plausibel, weil wenn Kannibalismus, ich habe vorher diese Essmetapher ja in die geleitete Fantasie ein bisschen eingebaut, das ist die archetypische Beschreibung von Essen, heißt, ist ja Integration. Das heißt, ich interessiere mich dafür, was ist der andere im Wesen? Davon in mich, in mein Leben aufzunehmen, täte mir das gut? Und wie kann ich dafür sorgen, dass etwas, was seine Substanz ist, durch Hineinnahme in mich nachher auch meine Substanz werden kann. Und ich nehme an, ihr habt, wenn ihr euch die Erklärung vor Augen führt, keine großen Probleme, euch jetzt vorzustellen, dass er auf mich mit kannibalistischem Interesse blickt. Der Vergarungsvorgang ist dafür da, dass man das Fremde, das man in sich aufnimmt, muss man ja zum eigenen machen, sonst kann es nicht zur eigenen Substanz werden. Metaphorisch zu beschreiben, wie die Einverleibung und die Auswertung und die Ausscheidung des Restes auf gute Weise stattfinden kann. Und von daher kann man euch natürlich nur Verdauungsfreuden wünschen und nicht, dass ihr irgendwelche Ausscheidungsprobleme kriegt, um das, was ihr davon nicht brauchen könnt, nicht mehr loszuwerden oder Ähnliches. Und da merkt man sofort auch an dem Lachen, also mit diesen, in diesen Metaphern, dieser Grundvorgänge des Sich-Beziehens auf die Welt, in diese psychoanalytisch-entwicklungspsychologischen Begriffen zu denken, macht auch eine gewisse Freude. Das psychoanalytische Entwicklungsmodell, entwicklungspsychologische Modell, unterscheidet ja drei Hauptphasen in der frühen Kindheit, die orale Phase, die anale Phase und die genitale Phase.
Und entsprechend differenziert sich auch das kannibalistische Interesse in orale Gier, anale Bemächtigungswünsche und in Exhibitionismus und Voyeurismus. Das ist jetzt natürlich, wenn ich etwas unvorbereitet einen Manager mit diesem Erklärungsraster konfrontiere, kann sein, dass es nicht gleich kulturkompatibel ist. Deswegen lohnt es sich, das ein bisschen zu übersetzen. Und das lernt man in der Jungschen Psychologie sehr, indem man es abstrahiert von der Bühne, in der es beschrieben ist, zu einem Grundvorgang, für den es dann viele sinnvolle Übersetzungen auf andere Bühnen gibt. Also orale Gier ist das Bedürfnis, etwas zu bekommen. Also im Umgang mit Wirklichkeit, im Kontakt mit anderen, dass mir dabei etwas zufließt, was ich haben möchte, was mir gut tut. Ist ganz klar, ich misstraue jedem Berater und jedem Menschen, der übertrieben selbstlos auftritt, wenn ich weiß, was es ist, was er bekommen will, wenn mir das plausibel ist und ich denke, das ist ein fairer Deal, bin ich viel vertrauensvoller in der Beziehung. Anale Bemächtigung, da haben alle dann Bilder von kleinen Kindern auf den Töpfchen und das. Bei uns gibt es das ja wahrscheinlich nicht mehr sehr verbreitet, dass dann eine mächtige Elternfigur bedrängend davor steht und sagt, gib's her und nein, ich habe Verdauungsstörung. Und sich das dann später zum Beispiel am Arbeitsplatz wiederholt, der Chef steht vor dem Schreibtisch und sagt, wo bleibt denn die Vorlage? Ich krieg sie nicht raus, mein Computer streikt. Da kann man viel mit rumspielen. Ne? Aber es geht ja auch darum, eine wichtige Lebensmodalität damit zu beschreiben, nämlich das Interesse, Einfluss ausüben zu können. Und das ist ganz wichtig. Antonowski beschreibt es ja in seiner Triade von den Gesundheiten, wichtiges Gefühl zu haben, etwas bewirken zu können. Das gehört zu den Grundausdrucksformen des Menschen, und wenn das mit analer Bemächtigung gemeint ist, klar doch. Also für gute Prozesse muss man dann sorgen, dass alle was bekommen, dass alle das Gefühl haben, etwas bewirken zu können. Und wie kann man das aneinander binden, dass das auch klappt? Und jetzt kommen wir dann noch zu Begriffen, die noch mehr Perversionsfantasien wecken, nämlich Exhibitionismus und Voyeurismus. Ich übersetze das mit dem Wunsch, andere authentisch, also ohne Verstellung wahrzunehmen, also der Voyeurismus. Das muss also nicht der Blick ins Dekolleté sein. Es kann auch der Blick sein, wirklich Anteil zu nehmen, wie jemand mit seiner beruflichen Selbstfindung ringt. Bis hin zum Dabeisein, wie jemand stirbt, was ein sehr intimer Vorgang sein kann, der daran Anteil zu nehmen auch sehr beglückend sein kann. Also wenn ihr euch jetzt voyeuristisch wähnt in diesem Sinn, dann kommt ihr auf eure Kosten, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich ohne Verstellung, ohne mich zu bedecken mit Dingen, die ich nicht möchte, glaube, mit euch nicht teilen zu wollen, das würde euch unbefriedigt lassen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist noch was, das lässt er uns aber nicht sehen. Wenn ihr aber das Gefühl habt, er lässt uns alles sehen, dann befriedigt das und schafft fruchtbare menschliche Beziehungen. Und das gilt für das Umgekehrte, nämlich für den Exhibitionismus. Ich habe das Bedürfnis, mich zu zeigen. Die primitivste Form kann sein, den Mantel aufzumachen und mein Geschlechtsteil zu zeigen. Wobei eine gute Intervention einer Psychoanalytikerin ist, die sagt, oh, how wonderful. Das muss einem einfallen. Aber das ist natürlich in höchstem Maße heilsam, weil man sich gut vorstellen kann, dass der keine andere Möglichkeit hat, sich unverstellt zu zeigen und dafür positive Resonanz zu kriegen. Also das Perverse daran ist es nur, dass der soziale Kontext, die Ausdrucksform und all diese Dinge nicht stimmen, weshalb auch nicht die konstruktive Resonanz eintritt, die man jedem Menschen eigentlich wünschen kann.
So, also so übersetzt sind wir sicher damit einverstanden, wenn Byrne meinte, die Grundbedürfnisse dahinter, auch die kulturschaffenden Grundbedürfnisse dahinter sind Kannibalismus, was sich aufteilt in orale Gier, anale Bemächtigung und in Exhibitionismus und Voyeurismus. Leider haben sich die psychoanalytischen Theorien immer darauf begnügt, die ersten 5 Lebensjahre irgendwie aufzudröseln. Es fände toll, wenn es eigentlich eine über die nächsten Lebensphasen hinausgehende Theorie dieser Art gäbe. Aber ich kenne da nicht sehr viel. In dem Bereich der Identitätsbildung haben wir es ja mit Erik Erikson, haben wir ein lebensübergreifendes Phasenschema da. Da hören wir auch einfach in der ödipalen Phase in der Regel auf. Noch was aus der, Schmuddelkiste, aber auch nicht so unnützlich, wenn man was darüber weiß. Er sagt, der Grundbezug der Welt bei den Menschen orientiert sie, der Austausch der Welt hat etwas mit Schließmuskeln zu tun. Saugen, urinieren und so weiter. Das heißt, Beziehungsmuster zur Welt haben etwas damit zu tun, wie ich lerne, wie ich mein Funktionieren der Schließmuskeln und das Umgehen mit Schließmuskeln im Kontakt mit anderen zu konfigurieren. Und das schafft Grundmuster, die bei allen kulturell überformten Arten der Beziehungsgestaltung durchaus auch gewisse Eigenschaften repräsentieren. Ist so blöd eigentlich auch nicht. Ja. Und allein die Parallelen zwischen Kloganggewohnheiten und sonstigen Produktionsgewohnheiten ist manchmal verblüffend. Aber auch, okay. Also denke in Schließmuskeln, das heißt, ich frage mich, welchen Schließmuskeln sehe ich jetzt in der Grundbeziehungskonstellation eigentlich im Vordergrund? Geht es um Saugen, geht es um Fäkalien ablassen, geht es um genitale Wünsche, um was geht es dabei? Um eine Idee zu kriegen, der Psychoanalytiker will damit wissen, was in welcher frühen Lebensphase ist jemand im Hintergrund, wenn er die Beziehung so gestaltet. Aber wer hat nicht schon erlebt, dass jemand auf einer Party irgendwie ein Gespräch verwickelt, einen langsam in eine Ecke drängt, wo man ohne unhöflich zu sein nicht raus kann und dann über einen hinunterredet. Oder man spricht von Logorö. Logorö, Sprechdurchfall. Also in Schließmuskeln gedacht, sagt man, okay, da wirst du jetzt ganz schön vollgeschissen. Manchmal in organisationsberaterischen Zusammenhängen wird ja durchaus intuitiv in so einer Sprache auch gesprochen. Ja, ich war sowas von angepisst. Oder sagt, die haben uns aber wirklich ausgesaugt bis zum Letzten. Also das zeigt, dass die nicht psychoanalytisch gebildete Intuition sehr wohl durchaus in Metaphern arbeiten, die etwas von einem intuitiven Wissen über solche Hintergründe spricht. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant, als Metapher, um überhaupt Modalitäten und Motive der Begegnung nachzudenken. Denn wenn ich jetzt in einer Vertragsverhandlung zu dem Schluss komme, der möchte hauptsächlich auch ein bisschen an mir saugen, ist es etwas anderes, mit dem ich versuche, ihn zu befriedigen, als wenn ich das Gefühl habe, der möchte hauptsächlich bei mir was ablassen. Und dafür gibt es auch anständige und durchaus akzeptable Formen, mich darauf einzulassen. Wenn ich denke, der will bei mir was ablassen und versuche, mich dauernd zum Ablassen zur Verfügung zu stellen, biete ihm aber nicht die Möglichkeit, an mir zu saugen, dann verfehlen wir uns mit Grundbefriedigungsmodalitäten. Also insofern ist das nicht schlecht, da eine gewisse Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Natürlich
verbietet es sich in den meisten Kontexten, ein intuitives oder auch bewusstes Wissen im Hintergrund in den Vordergrund zu heben und zum Thema zu machen. Aber anreichern kann es die professionelle Urteilskompetenz sehr wohl, sich mit so Dingen auch beschäftigt zu haben. Dann eine sehr interessante Sache, die Byrne beschrieben hat, was die intuitiven Erstbilder betrifft. Er sagt, auf die Psychotherapie bezogen, aber in vielen anderen Bereichen ist es auch sehr nützlich, er sagt, wenn du jemanden frisch triffst, wenn die Situation noch frisch sein, kann sein, dass du dein Erstbild, das du hast, in aller Klarheit sagt, wen du vor dir hast und was von dem zu erwarten ist. Und dann fängt man an zu reden und zu verhandeln und dann vernebelt sich das. Und in der Psychotherapie sagt, ich brauche manchmal 3 Jahre der Psychoanalyse, bis wieder völlig klar das Bild vor mir steht, von dem ich mich erinnere, das hatte ich sofort, als der Mensch mein Büro betreten hat. Und deswegen ist es natürlich interessant, das kann man nicht völlig verhindern, dass es so eine fuggy Face gibt in der Begegnung, aber es ist trotzdem gut, wenn man möglichst fit darin wird, zumindest zu merken, welchen Ersteindruck hat und es ist auch nicht schlecht, den aufzuschreiben. Weil solche intuitiven Bilder ist ein bisschen wie Träume, wenn man sie nicht gleich festhält, sobald die anderen Welten sich drüber lagern, gehen einem die auch wieder verloren. Heißt aber nicht, dass der Ersteindruck richtig ist, weil Intuition eben auch sich irren kann oder der Ersteindruck auf Ebenen Urteilsbildung vornimmt, die für das, was man konkret nachher miteinander macht, nicht relevant sind. Also muss nicht falsch sein, aber kann irrelevant sein. Also von daher nochmal Argumente für das Aufmerksamwerden auf die Initialtransaktion und Transaktion ist ja Stimulus und Response und der Response hat etwas mit dem durch die Anregung bei mir entstandenen hintergründigen Bilderwelt zu tun, die meinen Bezugsrahmen mitsteuert und damit mitbestimmt, welchen Ich-Zustand oder welche Rolle ich aktiviere und welche Wirklichkeit ich definiere, co-definiere und einbringe. Es gibt Aufsätze 1957 über das Ich-Bild, aus dem langsam die Theorie der Ich-Zustände sich entwickelt. Mit diesem Bilderansatz zu arbeiten, fand ich sehr gut. Das geht nur verloren in dem Augenblick, wo dann die Kringel auftauchen. Das ist ein bisschen schade. Ich arbeite ja sehr viel mit seelischen Leitbildern und solchen Dingen. Also man hätte sich vorstellen können, dass Byrne damals sich löst von der psychoanalytischen Kategorisierung von Bildern und in ein eher jungianisches und sehr breit empfängliches Kommunizieren mit Bildern und den mythologischen Konfigurationen, die da aufeinandertreffen, hätte arbeiten können. Aber seine Entwicklung ist dann einfach in eine andere Richtung gegangen. Wir nehmen solche Dinge dann eher wieder auf. Ich habe die Vanita English mal gefragt, Vanita, wie hätte sich die Transaktionsanalyse, wie hätte Byrne, die Byrne'sche Transaktionsanalyse sich weiterentwickelt, wenn Byrne nicht so plötzlich gestorben wäre 1970 und sie sage, vermutlich ein bisschen in die Richtung von Jung. Er hätte sich dann doch, nachdem die eher etwas pubertären Verselbstständigungsversuche mancher dieser Theorien, auch unter dem Einfluss einiger sehr begabter, aber vielleicht etwas zu sehr von sich eingenommenen Schüler nachgelassen hätte, hätte er sich wieder zurückbesonnen auf seelische Dimensionen und das wäre vielleicht Skript ein bisschen weniger technisch geworden und ein bisschen mehr, wie ich das mache, mit Bildergeschichten und kreativ und archetypisch und jungianisch. Aber er ist leider für uns alle sehr überraschend gestorben und ich glaube, sein Tod war ein Skript-Tod. Kommen wir nachher noch drauf. Also war jetzt tendenziell richtig, aber bitte kein wörtliches Zitat. Wer sich interessiert über die, es gibt ja sehr viel über
die persönliche Geschichte von Jung und auch, ich habe die Vanita ja sehr ausführlich interviewt, in den späten 80er Jahren in dem Band 1 ist ja hinten ein Kondensat dieser Interviews drin, aber es gibt auch Tonaufnahmen, aber die sind, glaube ich, noch nicht auf der Website, weil die sind auch nicht bisher, ich habe sie nie gefragt, ob ich das im Original veröffentlichen darf, weil die Schriftvariante ist autorisiert von ihr. Also. Aber das ist sehr spannend und natürlich, man weiß nicht, was daran ist die A-Szene und was es daran ist Vanita. Aber das ist ja normal. Ich möchte einen Anschluss noch markieren, der hier jetzt nicht weiter eine Rolle spielt, nämlich die Arbeit mit Identitätsüberzeugungen. Also Passamtsarbeit, das findet ihr im Coaching-Buch, glaube ich. Also wenn euch das interessiert, auf der Website hat es auch viele Arten von Interviews, wie ich mit Menschen mit Passamt arbeite. Da geht es um einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Verhalten und Identitätsannahme. Also gerade in der letzten Woche war ich in einer Gruppe, da habe ich mit einer Frau ein Interview gemacht, die dann sich sehr anstrengend verhalten hat. Jetzt könnte man sagen, man kann das auf der Verhaltensebene natürlich konfrontieren, umlernen und ähnliches, aber ich hatte relativ schnell die Hypothese, dass sie von sich glaubt im Wesen, ich bin anstrengend. Sie hat über sich eine Identitätsüberzeugung gewonnen und egal was sie macht, ob sie sich anstrengend verhält oder ob sie sich zurückhält, um nicht anstrengend zu sein, sie tut es immer auf Basis der falschen Identitätsüberzeugung, mein eigentliches Wesen ist anstrengend zu sein. Und wenn solche Dinge der Fall sind, ist nur begrenzt was möglich, auf der Verhaltens- und Erlebensebene was zu machen, wenn die Grundannahme über die eigene Identität nicht geändert wird. Weil sonst wird das bestenfalls jemand, der im Wesen anstrengend ist, aber gelernt hat, ständig sein Wesen zu unterdrücken, um nicht so anstrengend zu sein. Das wird ein Mensch sein, der erstens, das kostet ihn ständig seelische Kraft und zweitens wird es ein Mensch sein, wenn ihm das gelingt, der trotzdem nicht ganz präsent ist, weil das die seelische Identität, ich, Seelensynton, ja eigentlich woanders liegt und dort aber irrtümlich. Das heißt, wir müssen die Seele heimholen in eine richtige Identitätsvorstellung, damit das nicht dauernd sich gegenseitig stößt. Und dafür habe ich ein Ritual entwickelt, das in dieser Passamtsarbeit dargestellt ist. Das könnt ihr gerne nachlesen. Wichtig dabei ist mir generell der Unterschied, der, von dem ich nicht weiß, ob er sonst wo auch noch so gelehrt wird, klar zu unterscheiden zwischen Ich-Erzählung und Ich-Verhalten und Erleben. Also in der Metapher gesprochen, es gibt Menschen, die haben sich eigentlich bereits entwickelt zu einem relativ klugen, verträglichen und sonst wie Menschen. Wenn die aber über sich selbst erzählen, wer sie sind, ist es wie wenn sie den Flyer von vor 10 Jahren rausholen. Sie schildern sich immer noch als der sie mal waren und nicht als der sie sind. Es gibt aber auch die Typen, die dir den Flyer von dem, der sie gerne in 10 Jahren wären, vorlegen. Das passt dann auch nicht so ganz. Wichtig ist aber, dass in dem Fall nicht daran gearbeitet wird, wo bin ich und wie entwickle ich mich, sondern wie lerne ich mir selbst und anderen Menschen die richtige Identitätsbeschreibung vorzulegen, sodass das auch zusammenpasst. Und das ist eine ganz andere Arbeitsweise, als die Verhalten zu korrigieren. Und wenn ich da auf der falschen Ebene arbeite, ist es in der Regel vergebliche Liebesmühe. Tja, Bernhard in deinem Aufsatz 49 dann auch einige Eigenschaftsbeschreibungen beigetragen. Ich habe jetzt die Literatur nicht weiter studiert, ich glaube, dass er einfach so gesammelt hat, was ihm aus seinem Erfahrungsschatz eingefallen ist. Und ich gebe das wieder und füge auch aus meinem Erfahrungsschatz was dazu. Ich bin kein Intuitionsforscher. Intuition wird aber wieder ein Thema, also nicht nur auf
dieser oberflächlichen, sensationsheischenden Publikationsebene, auf der manche Bücher sich bewegen, sondern durchaus auch im Zusammenhang mit der Gehirnforschung auf einer vielschichtigen neuen Ebene. Ich kenne es einfach nicht. Gebe aber gern wieder ein paar Sachen, die mit meiner Erfahrung übereinstimmen. Ich brauche eine intuitive Kompetenz und ich brauche eine intuitive Stimmung, um meine Intuition voll auszufahren. Dazu brauche ich eine hilfreiche Umgebung, die kann bei jedem eine andere sein. Byrne hat mal gemeint, es braucht eine stabile Umgebung, also immer das eigene Büro, um die Phänomene besser vor einem konstanten Hintergrund sehen zu können. Das kann hilfreich sein. Ich habe aber, wenn die Stimmung bei mir gut ist und ich fit bin, noch nie eine Beeinträchtigung meiner Intuition dadurch festgestellt, dass ich irgendwo in einem Hotelraum bin, in dem ich sonst nicht bin oder so. Da will ich nicht große Aussagen machen, sondern eher Anregungen, dass jeder für sich guckt, was da optimal ist. Und wenn er merkt, es geht so besser als anders, dass er gut für sich sorgen kann, um in intuitive Kompetenz und Stimmung zu kommen. So wie man eben auch sonst die Voraussetzungen schaffen sollte, dass man in Stimmung kommt. Interessant ist auch dieses Thema Booten nach Defokussierung. Ich merke es am meisten, wenn ich im Urlaub bin. Bin zeitweilig in einer ganz anderen Welt, komme zurück, der erste Arbeitstag, das kennt jeder. Man kriegt so leidlich die Funktion ans Laufen, aber es stimmt nicht so richtig. Manchmal braucht man auch in einem Seminar mit neuen Leuten einen ganzen Tag, bis die Intuition richtig hochgebootet ist. Das mag in Ordnung sein, aber manchmal ist vielleicht auch gut, man bootet schon vorher, damit die Leute einen gleich in voller Funktionsfähigkeit kriegen. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann muss man überlegen, wie kommt es, was verhindert, dass ich mich rechtzeitig boote, indem ich mich zum Beispiel einfach nicht einstelle. Ich habe das früher so gemacht, wenn montags morgens Seminar war, in der Eingangsrunde habe ich auf dem Programmzettel geschrieben, was für ein Seminar haben wir eigentlich heute. Das war ein etwas lockerer Umgang. Ich gestehe, dass ich mich auf die Leute natürlich situativ, aber aufs Thema nicht unbedingt gebootet habe. Wie ihr hoffentlich zu eurer Freude bemerkt, habe ich mich auf diese 3 Tage, 3 Wochen lang gebootet. Und die Wirkung davon kann man, glaube ich, auch unmittelbar spüren. Und das Defokussieren, nachdem er gebootet war, wie kommt man da also oft von dem Ding auch wieder runter? Auch ganz wichtig, ihr alle kennt Nachdieseleffekte oder Ärger zu Hause, wenn ihr mit eurer Intuition, mit der ihr erst 3 Tage Applaus gekriegt habt, dem Ehepartner kommt und der haut einem erstmal voll einen in die Schnauze, sagen, therapieren kannst du jemand anders. Geh mal einen Mülleimer raustragen. Also da wäre gut gewesen, man hätte auch rechtzeitig defokussiert und umfokussiert, um die Intuition am meisten darauf zu richten, wie man die lieben Daheimgebliebenen damit versöhnen kann, dass man so lange weg war. Die Begeisterung über den abgelaufenen Workshop scheint es nicht zu sein. Intuition an sich, also erstens hat er die Meinung, hohes, intuitives, komplexes Funktionieren braucht viel Kraft, Energie. Also Schachspieler sollen, ich kann das alles nicht überprüfen, die sollen einen ähnlichen Energieverbrauch haben wie Hochleistungssportler. Und ich glaube, dass topfit, professionell anwesend zu sein, auch wenn man nicht viel tut, das wahrscheinlich ganz Ähnliches gilt. Deswegen hoffe ich, dass ich dieser Tage, obwohl ich ja viel hier esse, habe ich den Eindruck, ich nehme nicht zu. Gott sei Dank. Intuition wird reduziert durch Gleichförmigkeit, wenn es... Achso, nee, bei der Ermüdung und Erholung war ich noch einen Moment. Intuition ist relativ leistungsfähig, aber mit der Zeit ermüdet es dann schon. Ich füge hinzu, man kann aber durchaus auch ein bisschen süchtig werden. Also man dopt sich dann mit immer interessanteren Intuitionen und dann ist ein bisschen Gefahr, dass man übers Ziel hinausschießt und dass man dann danach in dem landet, was ich eine Entlastungsdepression nenne. Wenn man dann runtergebootet ist, bootet man nicht auf Normallevel, sondern auf
Kellerloch. Und da muss man wissen, dass das die Folge von einem zu extensiven Arbeiten vorher war. Das Problem ist nicht, man kann danach dabei gut mit sich umgehen, damit es nicht so schlimm wird. Aber noch wichtiger ist, dass man daraus lernt, dass man vorher nicht leichtsinnig ohne entsprechende Fürsorgemaßnahmen über die Verhältnisse lebt, die dann nachher natürlich in depressiver Münze gezahlt werden müssen. Hellinger, der ja für ungeheure Intuition beim Arbeiten bekannt war, der hat mir mal erzählt, wenn der 5 Tage gruppendynamisches Seminar gemacht hat, da sitzt der danach 2 Tage somnambul auf seinem Stuhl und seine Frau Hertha, mit der er damals noch zusammen war, die muss die Welt richten um ihn herum. Und wer kennt nicht solche Tendenzen auch, wenn er sich richtig verausgabt hat, dass er danach eigentlich wirklich in einen Erschöpfungszustand fallen würde. Manche Menschen erschreckt das und sie reißen sich dann wieder hoch. Also die lernen nicht auf gute Weise den Preis zu bezahlen, was aber dann zu dem führen kann, was man eine agitierte Depression nennt. Dass jemand dann immer noch funktioniert, noch eine Erklärung, noch eine Intuition und noch und noch und noch. Der kommt dann nicht mehr runter. Das geht, das Flugzeug, je mehr er fürchtet, eine harte Landung zu machen, desto mehr zieht er hoch, bis der Sprit alle ist. Also wichtig ist auch da, mit Erholung umzugehen und sich nicht verführen zu lassen, süchtig zu werden nach diesen Flow und Erlebnissen, sondern auch da sich des Maßes der menschlichen Existenz zu besinnen und sich damit abzufinden, dass obwohl man gelegentlich ein Genie ist, man einfach auch ein normales Tier ist. Intuition erlahmt mit der Zeit oder wird vielleicht, je nachdem, was man sich darunter vorstellt, wird vielleicht dann einfach nur schematisch und dogmatisch durch Gleichförmigkeit. Es ist also wichtig, eher ein vielfältiges Leben zu haben. Und Intuition, die intuitive Freiheit und Fähigkeit mindert sich, wenn man Druck ist. Das kennt jeder, wenn Klient sich vor einen hinsetzt und sagt, gucken Sie mich mal an, was ist, Sie sind bekannt dafür, dass Sie so intuitiv sind, was intuieren Sie über mich? Gar nichts. Aha, habe ich mir doch gedacht, ein Scharlatan. Also dann ist wichtig, dass man sich selbst nicht unter Druck setzt. Maßnahme 1, Thema Antreiber. Zweitens, dass wenn man äußerlichen Druck erlebt, dass man dagegen eine relativ gute Pufferung hat, ohne starr zu werden. Und Thema 3, dass man nicht von sich verlangt, intuitiv frei zu sein, wenn tatsächlich Druck da ist. Weil dann Angst im Hintergrund eine Rolle spielt und Angst mindert jede Art von Kreativität und Sensibilität, das kann man gehirnphysiologisch problemlos belegen. Was schränkt das gute Funktionieren einer erwachsenen Intuition ein? Und da